Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Shadow Warriors 2. Im letzten Part sind wir in das TV-Gebäude eingedrungen. Widerstandsfähig gegen Gift, das ist natürlich super für meine Waffe. Und haben diesen wahnsinnigen Xing getroffen. Und jetzt müssen wir die Notizbücher der werten Dame, die bei uns ist, suchen. Aber wir kriegen natürlich Widerstand. Ach, weißt du was? Fertig lustig. Ihr werdet jetzt einfach so... Holy shit, zerhackt. Immer wenn ich so viel Blut auf meinem Bildschirm sehe, denke ich, ich bin kurz vorm Sterben. Wobei habe ich noch so viel Leben. It's your dignity. Ah, volles Leben, wunderschön. Den nächsten bitte. Ich habe nicht mehr so viel Schrotmunition. Zilla shitty. I mean city. No, I mean shitty. Oh Gott. So, oh, drei Notizbücher muss ich besorgen. Willst du mich verarschen? Ich muss wahrscheinlich drei Bosse direkt besiegen. Ich habe was gehört. Oh ja. Doll. Alter, willst du mich verarschen? Komm noch Puppen oder was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mädel, beruhig dich! Okay. Beruhigt euch, Mädels. So, diese... Ah, diese Kackdrohnen regen mich so auf. Wo ist sie? So, hier. Nee, das ist eine andere. Ah, die schlitzt sich auch auf. Ich auch, ich auch. Ich schlitz euch alle auf, ihr blöden Dinger. Oh Gott. Das ist einer, der nicht so Bock auf mich hat, so wie es aussieht. Halt dein Maul, Junge. Hör auf mit dem Scheißdreck. Aufhören, habe ich gesagt. So. Nächstes Ding kaputt. Ah. Jetzt lebst nur noch du. Dann habe ich eine gute Idee. Und zwar so. Oh mein Lieber. Oh Gott, du tust aber weh. Aber ich glaube, ich tue dir ein bisschen mehr weh. Oh, er ist tot. Okay. Ach, fuck, ich hätte das Chi nicht benutzen müssen. Naja. Ach, mit der Kettensäge geht alles so viel einfacher. Alles ist so viel einfacher. Alter. Eine Mutterdrohne. Geil. Geile Sache. Echt geil. Zum Glück habe ich hier ein bisschen viel Munition gerade am Start. So, mit dir auch weg. Komm schon. Und du bist die Letzte. Die Mama zum Schluss. Macht aber trotzdem gut Damage, das Ding hier. Was ist das? Pfeil und Bogen. So, habe ich Maximalmunition da. Hä? Lol. Was habe ich denn jetzt angelockt? Oh Mann, ey. Ja, das geht so nicht, okay? Gib mir die scheiß Schwerter. Oh, bis ich dieses scheiß Schwerter endlich ausgewählt habe, ey. Ich muss was ändern. Ausgerüstet. Hier bitte wechseln, so. Nee, hier, wechseln mit dem. Genau. Und so, okay, dann habe ich nämlich das normale Schwert auf der 1. Halt still! Oh. Die blöden Dinger mir auf den Sack. So, Checkpoint. Oh, da drüben hat es wieder so viele Gegner. Och Gott, ey. Oh, ich habe wieder viel Munition hier. Sehr gut. Na dann. Verabschiedet euch, Ladies. Ey. Sage mal.
Was soll das denn? So, ich muss da irgendwie hoch. Hab doch ein paar Meeresfrüchte, Fische. Hab doch Normans Fische, geht's gut. Das ist das Wichtigste. So, ich muss da nach oben, aber wie? Wie zum Fick komme ich da nach oben? Ah, mit einer Treppe vielleicht. Na, jetzt habe ich's. Die Lösung aller Probleme. Benutzt die Scheißtreppe. Oh Gott. Da hat's ein paar Zerhacker. Das finde ich jetzt nicht so geil. Unter anderem auch Überlegene. So, komm. Oh fuck, ich muss nachladen. Okay. Verpiss dich bitte. Danke. Wie viel hat's noch? Noch drei. Jetzt nicht mehr. Noch einen. Noch zwei. Ne, er ist ausgewichen. Lol. Ich mach dich so kaputt. Komm schon, Junge. Blöder Zerhacker hier. Okay, es liegt hier sicher irgendwo Chi herum. Also ich hoffe es zumindest. Ne, es liegt... Doch, hier liegt Chi. Danke. So klingt das. Oh, eine Truhe. Ah ne, das ist ein Notebook. Ja, sehr schön. Und noch eine Truhe. Wo denn? Ja, das war ja die Truhe, oder? Hä? Das ist wahrscheinlich unten. Naja. Das nächste, 100 Meter entfernt. Okay. Hallöchen, mein Lieber. Ist ein bisschen groß, so wie es aussieht, ja? Dann machen wir das mal so, auf diese Art und Weise. Er macht doch ordentlich Damage hier. Machen wir das so. Mit der Kettensäge. Texas Chainsaw Massacre. So, das war's schon mit dem. Nehme ich das Schwert wieder. Glücksgeks, geil. Oh, was war da denn drin? Sokrates. Was, die Icon von... FIFA 19? Oh, Chi. Danke. Okay. Na du? Wo ist er? Hier. Zilla Zerhacker. Würdest du bitte aufhören mit dem Scheißdreck? Danke. Gucken wir uns mal die Upgrades an. Oh, da habe ich einige wahrscheinlich bekommen. Stabilitätsaspekt der Schlacht. Nix dabei. Elementar-Upgrade. In Eis. Oh. Wem gebe ich das denn? Im Sidekick? Mehr Damage. 79,9 hat er. Ja, aber Ladezeit und Verfehlen ist höher. Ah, es hat immer irgendwas Negatives dabei. Essenz des Tempos. Aktiviert einen Schnellfeuermodus. 354% Chance zu verfehlen. Und weniger Schaden. Ja, das bringt aber mal gar nichts. Schuss aufladen, Ladezeit hin von... Das ist auch scheiße. Magazingröße leicht erhöht. Das klingt nicht schlecht. Bewegungstempo. Schaden bei kleinen Gegnern. Schadensradius. Magazingröße erhöht. Das klingt jetzt wirklich nicht schlecht. Jetzt geben wir dem Fürsten. So, und jetzt zeigen wir noch kurz den Fürsten. 98 DPS. Und der Sidekick ist auch 1 DPS nach oben. Ja, nice. So, ich will jetzt den hier noch ein bisschen benutzen. Was haben wir denn hier oben? Sicher mal eine Truhe. Hier, wusste ich so. Gegner haben wir auch da unten. Ach komm. Magazin direkt durchballern. Ich weiß ja gar nicht, dass ich hier bin. Oh.
Das ist ja mal ein Mechanismus. Überlegene Drohnen. Ich mach zuerst die kleinen kaputt. So. Eine habe ich. Oh Gott. Okay, die haben Bock. Dann machen wir das so. Ich habe auch Bock, meine Lieben. Und zwar richtig. Komm her. Alter. Komm schon. Geh kaputt. Oh Mann. Lad schneller nach, Kollege. Was ist das denn? Munition. Oh, danke schön. Munition komplett aufgefüllt. So, jetzt müssen wir keine Gedanken mehr machen. Der nächste bitte. Jetzt kann ich einfach ohne Bedenken losballern. Nachladen und zack. Einer noch. So, hör auf rumzuzicken und geh kaputt. Vielen lieben Dank. So, ja, Munition brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Chi ist auch voll. Aber das Geld nehme ich mit. Geld nehme ich immer mit. So. Die zweiten Notizen. Hold it, hold it. Do not give her that one. Why not? That one has my actual research in it. And the rest of these are just idle doodling? Worth about as much. In this business, you can't be too careful. There's always someone trying to steal your work. Yeah, about that. You know I'm only doing this because... It's fine. Just make sure you give her the fakes. And what about this one? That one, we destroy. I don't even want to think about what would happen if that fell into the wrong hands. Oh Gott, was hast du denn da drauf gespeichert, Lady? Was für Räuberspielchen hast du denn da drauf gespeichert? Eieiei, da ist ein Glückskeks. Steht denn da Schönes? Du wirst einen Glückskeks finden. Ja, danke. Danke für die Information. Oh, das letzte ist nicht mal weit weg. Das letzte ist nicht mal weit weg. Aber da unten sind verdammt viele Gegner, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ah, ich kann sie ein bisschen von hier oben beschießen. Hallo. Huch. Ihr kommt ja eh nicht hier nach oben, oder? Oh Gott, ja, die haben Raketen. Die kommen hier nach oben. Na dann. Er mit der Schrotflinte. Och, jetzt ist sie weg. Und ich glaube, ich habe noch mehr Gegner angelockt, als es sein müsste. Das ist nicht so geil. Das ist gar nicht geil. Huch, oh shit, das ist gar nicht gut. Sackgasse. Sackgassen sind nie geil. Oh, den hat's ordentlich weggeschleudert. So, das war alles. Ich sammle jetzt mal schön alles ein. Was hat's denn noch hier? Bisschen Chi. Upgrades. Zeig mal her das Zeug. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Mehrspieler-Upgrades interessieren mich immer noch nicht, liebes Spiel. Die müsst ihr eigentlich nicht mehr droppen. Danke. Jetzt bin ich irgendwie wieder weiter entfernt vom Ziel, als ich müsste. Ah, yeah. Das ist die richtige Etage. Das sind zum Glück One-Shots. Okay, die Dolls nicht. Aber Two-Shots. Mädchen! Lass den Scheiß. Okay? Lass den Scheiß. Es ist... zu seinem eigenen Besten. Okay? Du auch. Lass es einfach. Und gut ist. So. Geht doch. Öffne mal das Zeug. So, wir haben die Mission fertig. Let's go. Dann können wir ja die Quest abgeben. Mamushi Heika, I have something for you. Kehre zum Drachenbett zurück und sprich mit Mamushi Heika. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, den ich hier benutze. Ich muss hier rein. Also, Mamushi. Hallo.
Hallöchen. Ich hab die Aufzeichnungen. Spreche mir über das Geschäft. Well, she may look stupid. Hey! But she knows how to ride fancy. Is this everything? I brought everything that wasn't nailed down. I think one of them might even be her dream journal. I hope not. I don't want to know what that thing dreams. Probably of money, like everyone else. Speaking of which... Of course. Your fabulous booty. But be ready. I may need you again soon. I'll see if I can fit you into my schedule. Okay. Oh, jetzt ist die Frage, nehme ich den Hammershot oder nehme ich den Massenmörder? Der hat halt schon mehr DPS als das andere, was ich habe. Oh, das hat sogar schon einen Trade drin, oder was? Nee. Ich nehme den Massenmörder. Ich habe schon wieder Arbeit für dich. Ja, zeig her. I have another job for you. Awesome. Am I working another birthday? The last one went so well. I need you to gather intelligence. Oh, but you and intelligence don't appear to be on speaking terms. Oh, zing. Very cute. What do you need, Mom? We're trying to find the source of the black ooze that's permeating the wildlands. We believe it may be coming from one particular area. And that area is? It doesn't have a name. I'm sending you coordinates now. I can't wait. Good luck, Mr. Wang. Zurück in die Wildnis. Geil. Ja, ich mach's. Ein Skill, wieder Wind. Steigert das eigene Bewegungstempo. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber egal. So, zeig mal her den. Oh, das habe ich schon aus. Massenmörder. Das können wir da eigentlich wegnehmen. Sodele. Waffen. Massenmörder. Nee, der. Ah, der Fürst aber noch, hat aber zwei Sachen ausgerüstet. Kann ich die irgendwie vergleichen? Magazingröße. 120. Der 6. Hä? Munitionsverbrauch. 12 Schuss. Hat er nicht. Magazin-Nachladezeit. 3,3 Sekunden. Der hat 3 Sekunden. Schaden. 60,2. 115. Oh. Schadensradius. 3. 3,5. Verfehlt. 7. Beide. Dann bleiben wir beim Fürsten. Bleiben wir beim Fürsten. So, bisschen Elektrizitätsschaden. Das, ja, passt. Der Lachs passt. So, den Rest können wir verkaufen gehen. Oder nee, noch gucken, ob ich für mein Schwert, für den Lil Wang, noch ein gutes Upgrade habe. Schaden 4%, Schaden 7%. Kann man sicher durch irgendwas ändern. Nicht wirklich, ha? Ein feuerumgewandelter Schaden. Da geht der DPS runter und der Schaden geht runter. Finde ich jetzt nicht so geil. Dann verkaufe ich alles, was ich habe. Dann ist dann auch gut für heute. Hier oben der Shop des Vertrauens im Dojo. Hallo. Ich möchte selber verkaufen. Oder habe ich aber einiges. Seele der Gewalt. Brauche ich nicht. Mehr Spieler-Upgrades brauche ich sowieso nicht. Feuermodi. Brauche ich nicht. Auch nicht. Ein. Nein. Nein. Das sowieso nicht. Weg damit. Ich brauche das Geld. So. Kaufen. Eine neue Plasmaschneider. Sieht sexy aus. Ist sonst noch was Geiles. Seele des Saftes. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ist gekauft. So. Das ist die Frage. Ich komme später wieder, mein Lieber. Jetzt will ich das irgendwie upgraden, wenn das geht. Ne, Waffen, Lil Wang. Ey! Ich kann nur das ausrüsten. Ah, okay. Was war das, was ich jetzt gerade gekauft habe? Das hier? Kann ich niemandem ausrüsten. Yay. Die AR hat hier Magazin Nachladezeit, Schaden als Gift. Noch mehr Schaden als Gift. Der Sidekick hat Eis, Eis und nochmal Eis. Holy hell. Okay. Der Hauer hat
Schaden plus 3,2%, Feuerfrequenz plus 5,8%. Elektrizität, TP nach Sieg über Gegner, Schaden bei großen Gegnern. Kann ich das irgendwie auswechseln? Ja. Noch mehr Elektrizität, let's go. Macht's auch mehr Elektrizitätsschaden. So, und die Yumi? Mehr Schaden, mehr Feuerfrequenz, komm. Die Schlachtsäge, TP nach Sieg über Gegner. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Aber es ist das Einzige, was er noch ausrüsten kann. Super. Dann, was habe ich denn noch? Nichts mehr. Der Ripper. Den muss ich eigentlich nicht ausgerüstet haben. Ja, er ist eh nicht ausgerüstet. Dann muss er auch keine Mods drauf haben. Noch das Einzige. Yumi. Was ist das? Brenneffekt. Aspekt der Elektrizität. Ich kann nichts anderes ausrüsten. Ja, geil. Naja, Skillpunkte 2 sogar. Okay. Griff der Finsternis. Habe ich jetzt gelernt, wirkt wie ich das mit X. Okay. Wirkt nicht gegen überlegene und Elite-Gegner. Ruft dämonische Stacheln aus den Tiefen des Schattenreichs. Okay, dann mache ich, dass es gegen Überlegene funktioniert. Und dann mache ich noch. Schärft das Auge für Munitionsfunde. Let's go. So, dann gehen wir noch zum zweiten Händler. Vielleicht hat der noch was Geiles auf Lager. Irgendeine Waffe, die ich direkt kaufen würde. Und dann ist er noch gut für heute. So, Larry. Was hast du Schönes? Kann ich selber was verkaufen? Das will ich nicht verkaufen. Flinte des Todes. Hammershot. Nicht so geil. Minus 9. Nee, Nahkampfschaden brauche ich. Chi-Kosten aller Kräfte plus 50%. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich ja das nicht nutze. Außer das Heilen. Und an Chi kommst du halt schnell wieder. Schaden durch leichte Feuerwaffen plus 30%. Schaden durch schwere Feuerwaffen plus 30%. So, mein Lieben, ich musste ganz kurz einen Cut machen, weil unerwarteterweise kam meine Mutter nach Hause und meine Tür war offen. Dann kann ich natürlich keine Videos machen. Und ihr wisst, nach jedem meiner Videos kommt eine Verabschiedung. Aber ich war bei Larry, glaube ich, noch nicht fertig. Fischkopf Larry. Ich war noch nicht fertig mit dir. Was hast du Schönes für mich? Waffen hast du ja nichts Geiles. Oh, Skills könnte ich noch lernen. Verbessert die Eigenschaft auf Waffen angewendeter Eis-Upgrades. Ist nicht mal so teuer. Das gleiche mit Feuer-Upgrades und elektrische Upgrades. Das ist eigentlich noch gut. Kaufen, kaufen, kaufen. So. Dann. Was hast du hier noch Schönes? Plus 12% Schaden. Das kann ich für mein Schwert nehmen. Chance auf Gegenstände brauche ich nicht. Elementargewandler Schaden, Widerstand. Ja, nicht geil. Was Rotes. Oh, was Rotes dabei ist, ist nicht geil. Also vielleicht das. Schaden durch leichte Feuerwaffen, Schaden durch schwere Feuerwaffen. Chi-Kosten aller Kräfte. Ich benutze die Kräfte nicht oft, daher könnte ich das kaufen. Komm, wir kaufen das mal. Für was soll ich das Geld denn sparen? Danke, Larry. Dann packen wir das Zeugs noch rein. Skillpunkte habe ich leider keine. Aber jetzt hier, diese Sachen, kann man immer brauchen. Und dann die Waffen, Schwert, die Lil Wang, plus 4% Schaden, kann ich jetzt durch 12% ersetzen. Hehe, sehr gut. Und Upgrades, das war ein, ein Amulett habe ich aktiviert. Alle exotischen Werte von Waffen plus 25%, so. Da kann man nur eins aktiviert haben, okay. Aber scheiß auf die Chi-Kosten. Das kann ich noch verkaufen für 2200. Bin wieder da, Larry. Oh! Du siehst nicht gesund aus. Wo ist es denn? Nee, ich will da verkaufen. Entschuldige.
Verbotenfrucht 2200. Und das kannst du auch haben, das brauche ich ja nicht mehr. Wunderprächtig, wunderschön. Jetzt will ich meine Lil Wang nochmal kurz angucken. Schaden für Feuer macht es hier und einfach generell mehr Schaden. Oh, das kann ich durch nichts ersetzen, super. Gifteffekt plus 14%. Der Schaden würde raufgehen und die DPS würden raufgehen. Ja, dann machen wir das doch. Dann habe ich jetzt eine giftige Waffe. So, und dann war's das für heute. Dann müsst ihr das jetzt zusammenschneiden, yippie-yay. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, meine Lieben. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.